zu meinem neuen Video und das ist das allererste Video in meiner neuen ersten eigenen Wohnung. Und ich habe heute einen Haul für euch. Ich war nämlich vorhin im IKEA und ich habe ein bisschen was gekauft. Also das hier ist der Kassenzettel, also könnt ihr jetzt schon mal auf ein sehr langes Video erstellen. Und ich habe jetzt in diesem Video nur die Deko-Sachen für euch, diese Sachen da hinten, diese Kartons, die zeige ich euch in der fertigen Roomtour, wenn meine Wohnung quasi komplett ist. Jetzt zeige ich euch quasi nur die ganzen kleinen Sachen und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ich mache es kurz und quer. Als erstes habe ich hier einen Topf, weil man muss ja auch ab und zu mal was kochen, denke ich, in der Küche. Deswegen habe ich hier diesen Topf, das heißt Umbalik und der hat 5 Liter Volumen. Der hat, glaube ich, 14,99 € gekostet. Ich mache gleich weiter mit einer super spektakulären Pfanne. Das sind nämlich zwei, eine kleinere und eine größere. Das hat, glaube ich, nur 7,99 € beide zusammen gekostet oder 6,99 €. Dann hier noch eine große Pfanne mit Deckel. Genau, die sind mit Deckel. Das fand ich auch sehr sinnvoll, eine mit Deckel zu haben. Und dann habe ich noch einen kleinen Topf gekauft und machen wir weiter. Ich habe mir eine Klobürste gekauft, weil ich dachte mir, ich kaufe mir eine eigene Klobürste. Hier ist zwar schon eine in der Wohnung, aber irgendwie finde ich es komisch, von Vormieter die gleiche Klobürste zu verwenden. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber deswegen habe ich eine neue Klobürste gekauft und die war echt günstig, glaube ich, 1,50 € oder so. Dann ein Kochlöffel, der hat nur 80 Cent oder was gekostet. Dann nochmal so einer, weil es kann ja auch sein, dass ich mit beiden Herdplatten koche, weil ich habe nur 2 Herdplatten. Sonst hätte ich natürlich 4, nein. Hier so ein Ding zum Abspülen in Rot, das gab es noch in Grün und in Blau. Dann habe ich eine Vase gekauft und dazu passend eine Blume und dann noch so ein Riesenbrett zum Schneiden. Also hier, das ist so eine Kunstrose, weil ich dachte mir, ich brauche ja keine echte. Und das sieht dann halt schön aus auf dem Tisch, weil so ein bisschen Leben mit reinbringen in die Wohnung. Dann habe ich gekauft einmal Batterien für meine Ringleuchte, weil die Batterien bei uns daheim waren leer. Also ich habe die gekauft für 1,99 €, das sind 10 Stück von diesem hier. Und dann habe ich mir einen Schäler gekauft, der hat 99 Cent gekostet. So ein Gurken, Kartoffel, irgendwas Schäler hat. Schäler. Dann habe ich einen Mülleimer gekauft, das ist so ein richtig cooler. Der hat nur 6,99 € gekostet. Der heißt Snap. Snap. Hier, ihr könnt mir übrigens auch bei Snapchat folgen, das ist der. Und zwar dachte ich mir, dass ich den fürs Bad nehme und der hat dieses Ding, das heißt, ich leere quasi immer nur das graue Ding aus. Dann habe ich hier einmal diese Untersätze gekauft, das sind 3 Stück in diesem Holzoptik. Dann einen Duschvorhang, ich hatte nämlich eine Badewanne mit Duschfunktion und da habe ich hier diesen Duschvorhang gekauft, das war mir eigentlich scheißegal welcher, aber ich glaube, der hat 8 € gekostet, weil die gab es preisliche Unterschiede und eigentlich ist es mir scheißegal, was für Duschvorhang. Es gab leider keinen knallpinken und dann fallen, dann ist egal, wie sie dann aussieht. Und dann habe ich noch sowas gekauft, das hat glaube ich 99 Cent gekostet, sowas, okay, das ist zweimal, 2 Schöpfer, mein könnte ja zweimal schöpfen. Dann so ein Ding hier, das finde ich auch sehr praktisch, weil da kann man halt so Dinge so, wisst ihr schon? Dann so ein Ding hier, so eins, so ein Ding hier für Spaghetti, könnt ihr sehen? Alles jeweils 99 Cent. Hier das da hier, eine Box, so eine runde Box und auch sowas in länglicher und es sind immer 3 drin. Also das heißt, ich habe jetzt 6 Brotzeitdosen, keine Ahnung, ob ich die jemals brauchen würde. Aber gut. Dann habe ich Handtücher gekauft, aber ich habe nur 2 gekauft. Eins so ein großes in dunkelgrau und eins so ein kleines, das glaube ich 6,99 € und das 3,99 € gekostet, weil ich auch sehr viele Handtücher wahrscheinlich geschenkt bekomme und Handtücher sind mir nicht so wichtig und die sind schon ziemlich teuer, wenn man da mal ein paar kauft. Dann habe ich Mülleimer gekauft. Diesen hier und diesen hier, das ist beides der gleiche für 1,49 € für mein Schlafzimmer und für mein Wohnzimmer. Da stehen 2 so Mülleimer, können nicht schaden. Dann habe ich mir solche Haken hier gekauft. So sehen die aus. Das ist quasi, dass ich mir die an die Badtür mache und dann hänge ich da meine Handtücher hin. Das dachte ich mir. Dafür verwende ich die. Dann habe ich mir Kleiderbügel gekauft für meinen neuen Kleiderschrank. Das sind diese hier. Und es sind 8 Stück. Für die haben, glaube ich, 5,99 € oder 6,99 € haben die gekostet. Das ist ein bisschen teurer. Es gab auch solche billige Kleiderbügel, aber ich wollte lieber die schönen. Dann habe ich Gläser gekauft und zwar sind das die Pokal. Die sind ein bisschen kleiner und ich dachte mir, mit denen kann man auch nichts falsch machen. Die kosten 3-4 €. Die habe ich gekauft. Dann habe ich eine Lampe gekauft, die Basiska. Und zwar sieht die so aus. Die gibt es auch in 5 Dinger. Das hier jetzt nur 3 Dinger. Und ich habe bisher jetzt nur die eine Lampe gekauft. Ich brauche noch mindestens eine Lampe. Aber die will ich irgendwo
anders kaufen. Ich habe jetzt erstmal die gekauft. Ich weiß nicht, ob ich die ins Schlafzimmer oder ins Wohnzimmer hänge, das weiß ich noch nicht, aber ich habe jetzt erstmal nur die gekauft. Die hat, glaube ich, 19,99 gekostet. Hier, mein Kabelzeug. Ich habe so ein Ding gekauft für Salat, für Nudeln. Ihr wisst Bescheid. Hat, glaube ich, 1,50 oder was gekostet. Dann habe ich meine Garderobe gekauft. Und zwar ist sie dieses coole Brett. Da hänge ich dann halt meine Jacken und so hin. Ich dachte mir, da kaufe ich mir einfach nur so ein Ding fürs Erste. Reicht schon. Dann habe ich noch ein kleines Brett gekauft. Und zwar dieses hier. Ich glaube, 99 Cent hat es gekostet. Dann habe ich noch mehr Deko gekauft. Schaut mal, einmal so ein cooles Töpfchen. Das hat entweder 2,99 oder 2 Euro gekostet. Das hat zwei verschiedene Preise. Dann habe ich mir dieses Ding gekauft, das hat auch 2,99 gekostet und da mache ich einfach so. Und das ist Kunst, ne? Das ist kein echtes. Ich weiß noch nicht, ob ich das ein bisschen höher mache, wenn ich da so Steine drunter lege, quasi, dass das ein bisschen höher steht. Das weiß ich noch nicht. Aber das wird zumindest ein Teil meiner Deko in meinem Haus. Und ich stehe total auf Kunstblumen. Ich finde, das ist so eine tolle Erfindung. Deswegen habe ich kaufe ich alles in Kunst, weil das muss man nicht gießen, das sieht gut aus. Dann habe ich noch zwei Tassen gekauft. Das sind einfach solche Standard-IKEA-Tassen. Da ich selber noch Tassen von zu Hause mitnehme, habe ich nur zwei Tassen mitgenommen. Und dann habe ich dieses typische IKEA-Glas, kennt ihr alle, für 49 Cent, 8-mal mitgenommen, weil man weiß ja nie, in so einem coolen Behältnis, das 25 Cent gekostet hat. Ja Leute, das waren alle Sachen. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lange geworden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.